während morgen ihre Konkurrenten mit Elektrofahrrädern und Elektroscootern an den Start gehen, lassen sie heute Abend ein bisschen die Muskeln spielen, zeigen Showcars von Lamborghini, von Audi mit dem Quattro, zeigen einen tollen Bentley, sagen sie, klinken sie sich aus dem grünen Wettlauf aus und zeigen wieder Freude am Fahren? Ich glaube, Herr Ostmann, wir versuchen beides zu zeigen. Wir versuchen zu zeigen, dass der Verbrennungsmotor Zukunft hat, dass er weiterhin uns Freude im Fahren machen wird, dass wir aber natürlich auch den Verbrauch reduzieren. Wir haben aber auch, haben Sie vergessen zu sagen, wir haben zwei Elektrofahrzeuge gezeigt. Wir zeigen auch, dass wir die Elektromobilität ernst nehmen. Und wir sagen klar und deutlich, für uns wird 2013 das Jahr sein, wo wir glauben, wo wir planen, die ersten Elektrofahrzeuge auf den Markt zu bringen. Alles andere vorher sind Testfahrzeuge. Und wir gehen erst in Serie, wenn die Fahrzeuge unsere Sicherheitsanforderungen erfüllen, wenn die Kosten da sind, wo sie sein sollen und wenn die Kunden auch bereit sind, für diese Fahrzeuge das zu bezahlen, was das Ganze kostet. Bei der ganzen Präsentation, die ja richtig spektakulär war, ist das wichtigste Auto, der Passat, ein bisschen untergegangen. Was zeichnet den neuen Passat aus? Wenn Sie die Fahrzeuge genau betrachtet haben, haben Sie gesehen, dass der neue Passat einen völlig anderen Auftritt hat, völlig anderes Design, eine ganz andere Präzision. Er hat viele neue Inhalte bekommen, viel Innovation, die von Phaeton oder vom Touareg übernommen wurden. Und ich glaube, dass der Passat, der ja eine Stammkundschaft hat bei Vielfahrern, was die Limousine betrifft, der eine Stammkundschaft hat beim Variant, was Familien betrifft, mit dieser neuen Ästhetik viele neue Kunden dazu gewinnen wird. Sie haben ja heute Abend den Vielmarkenkonzern angesprochen, haben Ihre Ziele definiert für 2018. Ich wurde vorhin gefragt von einem Kollegen, was ist denn das Geheimnis, dass Sie Erfolg haben mit dem Vielmarkenkonzern und andere, ich sag mal, Schwierigkeiten hatten, fast gescheitert sind dran? Ich glaube, unser Erfolgskonzept ist, dass wir den Marken die Freiheiten geben, die sie brauchen, so viel Zentralismus machen wie nötig, aber trotzdem natürlich über die Konzernzentrale die Synergien suchen und dass wir eben ganz klar definieren, jede Marke hat ihre eigene Identität, jede Marke hat ihr eigenes Designcenter, jede Marke hat ihre eigene Entwicklungsabteilung, hat ihren eigenen Vertrieb, hat ihr eigenes Marketing, hat ihr eigenes Headquarter, auch Lamborghini und Bentley. Und ich glaube, das Pflegen der Marken ist ein wichtiger Punkt für die Differenzierung auch und für das Engagement der Mannschaft für die Marke. Wir führen nicht nur über Kennzahlen, auch über Kennzahlen, aber wir führen auch über Produkte. Ich fahre persönlich alle Autos, Sommerfahrten, Winterfahrten, Testfahrten. Ich glaube, das ist der große Unterschied zu manchen anderen, dass wir nicht eine Finanzholding sind im Konzernvorstand, sondern dass wir Kollegen sind mit Fleisch und Blut, die begeistert Auto fahren, die Begeisterung am Automobil haben. Und ich glaube, das strahlt auf die Marken ab.